geschieht ja in der Tat in den Zwischenaugenblicken. Kann jeden Moment stattfinden, kann eine halbe Minute durch den Kopf fahren. Es muss nur einmal bei dem Menschen in Gang kommen, indem er ernst wird. Und die Meditation für sich ist es ja auch nicht, sondern die Meditation hat ja im Unterschied von den Mystikern, denen unser Eins nicht folgt und nicht folgen kann, die Meditation hat ihren Sinn im Zusammenhang der Lebenspraxis. Was für eine einfache und großartige und unbegreifliche Sache, dass dem Menschen das Bewusstsein kommt, in der Ehe, dass Treue, Einmaligkeit, Unverbrüchlichkeit in allem Zorn und allem Streite, die Solidarität von etwas ist, das nie tangiert werden kann. Das ist durch keine Psychologie zu begreifen, ist durch kein Machen herzustellen, sondern ist nur möglich durch ein Fundament, das Kierkegaard den Entschluss nennt. Das ist kein rationaler Akt, der Entschluss, wo Menschen das Bewusstsein haben, das ist für mich für immer. Und wenn ich das verrate, bin ich nicht. Das ist wie ein Selbstmord, wie ein geistiger Selbstmord. Solche Dinge, die ich da eben etwas pathetisch sage, sind meines Erachtens nicht nur in der Ehe, sondern auch sonst entscheidend. Wie man mit Menschen umgeht, was man sich gestattet und nicht gestattet, unübersehbar. Man kann darüber viel, viel schreiben. Das ist die eigentliche Quelle. Und diese Quelle, wo das, was man seit Kierkegaard und was wir Existenz nennen, wurzelt, das ist in keinem Punkte zu machen, sondern immer nur Ursprung dessen, was ich später dann mache, und ist selber zu steigern, zu sichern, zu schützen durch Nachdenken. Und dieses Nachdenken nennen wir Meditieren. Das Meditieren muss diese Grundlage in der Lebenspraxis haben. Und macht diese Lebenspraxis eine negative sein, macht etwa ein junger Mann oder ein junges Mädchen das Bewusstsein haben, ist mein Partner, er ist in der Welt, er ist in der Ewigkeit, aber er kommt nicht. Ist nicht da, das sind alles nette Beziehungen, aber ist nicht da. Dieses Bewusstsein des Negativen schon, ist Lebenspraxis, ist ein Gebundensein an etwas, das nun gerade das Beste, was jeweils dem Menschen vergönnt ist, möglich macht. Thomas Mann hat einmal